Hallo und willkommen bei der Alpenrevue. 1973 sah die Geburt eines der aufwendigsten und seltsamsten Alben der populären Musikgeschichte, das pompöse Doppelalbum Tales from Topographic Oceans von Yes. Yes hatten bis zu diesem Zeitpunkt einen immer steileren Aufstieg erlebt und waren für eine kurze Zeit mit drei aufeinanderfolgenden Alben, namentlich The Yes Album Fragile und Close to the Edge, die Lieblinge vom Publikum und der Presse gleichermaßen. Dies ist die extrem kurze Ära von 3 oder 4 Jahren, in denen Progrock wirklich en vogue war, etwas, das man sich heute kaum vorstellen kann. Doch sieht man sich die Progression der genannten 3 Alben, so merkt man doch eine starke Steigerung des Aufwands, der Komplexität. Während The Yes Album eine ordentliche Platte ist, die viele progressive Momente hat, ist es doch zugleich eine gut hörbare, konventionelle LP. 2 Alben später ist die Musik viel komplexer und verlangt mehrfaches Hören, um überhaupt absorbiert werden zu können. Natürlich ist dieses Album für allerlei obskure Dinge bekannt. Vorrangig für eine gänzlich prätentiöse Studioarbeit. Ozzy Osbourne, der nebenan ein Black Sabbath Album aufnahm, hatte in einem Interview erzählt, dass hier das bizarrste Tonstudio der Welt bestanden hatte. John Anderson bestand darauf, im Studio die Stimmung einer ländlichen Scheune nachzubilden. So hatte man riesige Heuballen hereingeschafft, um die Akustik zu verändern und vor allem eine ländliche Atmosphäre zu imitieren, bis hin zu einer mechanischen Nachbildung einer Kuh. Überall waren Holzverkleidungen und Zaunplanken, aber auch unzählige große Blumentöpfe mit allerlei Pflanzen und Gebüschen. Die hatte dann allerdings nie jemand gegossen. Rick Wakeman hatte später berichtet, seine Keyboards waren noch Wochen voller Ungeziefer. Doch schauen wir uns mal das Ergebnis dieser extravaganten mehrmonatigen Aufnahmesession an. Natürlich besteht das auffälligste Merkmal dieses Doppelalbums darin, dass auf jeder der 4 Schallplattenseiten jeweils nur ein einziger Song ist. Das empfand man damals natürlich als extrem größenwahnsinnig, aber ich denke, eine Band wie Yes fühlte ja auch, dass sie in der Bringschuld waren, mit jedem weiteren Album die Zuhörer mit etwas Neuem zu überraschen und etwas weiter nach den Sternen zu greifen. Und das hatte man hier mit dieser LP versucht. Der erste Track lautet The Revealing Signs of God, Dance of the Dawn. Dieser Track besteht aus ungefähr 7 Themen, die hier miteinander verwoben sind. Eine Perlenkette aus einzelnen Liedermotiven, die mühelos ineinander fließen. Und das sollte man an dieser Stelle besonders würdigen, denn viele der damals von Progrock-Bands produzierten Monster-Tracks sind viel schlechter miteinander verwachsen. Hier sind die Übergänge zwischen den einzelnen Abschnitten geradezu fantastisch gelungen. Und es gibt in diesem 22 Minuten langen Track keine einzige langweilige Stelle. Eindeutig ist das hier einer der besten Gesangsbeiträge von John Anderson in seiner gesamten Karriere. Seine Stimme ist hier geradezu transzendental. Ab der 19. Minute gibt es ein großartiges Rick Wakeman Solo. Es ist wirklich schade, dass er über dieses Album immer so schlecht redet. Die B-Seite beginnt noch ruhiger als die vorangegangene. Da ist eine psychedelische, doch auch zurückgelehnte Stimmung in dem ersten Thema. Das ist sehr folkig und man fühlt sich an einen frühen Yacht Rock erinnert und an die kalifornischen Psychedelic Bands wie Crosby, Stills and Nash und Jefferson Airplane. Doch innerhalb von 5 Minuten schält sich der bekannte Yes Pathos hervor. Da sind ein paar großartige Harmonien im Spiel. Das zweite Thema ist ziemlich leichtherzig, doch irgendwann ab der 10. Minute nimmt die Sache langsam an Fahrt an. Hier entsteht eine interessante Juxtaposition zwischen einem folkigen Motiv und diesem treibenden Chorus, in dem die Band diese Zeile singt. Relay are all the dying cry before you. Interessanterweise sollte Relay are der Titel ihres nächsten Albums werden. Ab der 13. Minute gibt es auch ein tolles Drumming von Alan White. Im Großen und Ganzen finde ich diese Komposition viel kohärenter, als es allgemein behauptet wird. Und alle Themen hier sind ja wirklich sehr reizvoll. Da kann ich die häufige Kritik an der B-Seite von Tales from Topographic Oceans nicht so recht nachvollziehen.
Die C-Seite beginnt wild und progressiv. Hier spürt man bereits den Sound, den die Band ein Jahr später auf ihrem Album Relayer haben wird. Hier an dieser Stelle versucht sich Yes musikalisch an archaische und geradezu urzeitliche Themen heranzuwagen. The Ancient ist sicherlich der progressivste Track auf dem Doppelalbum. Das ist nichts für sanfte Gemüter. Doch es ist ein Beispiel für hervorragende Musikalität. Ab ungefähr 3 Minuten 30 wird man erlöst und ein eher liebliches Thema entfaltet sich da, doch man behält diesen aggressiven Kontrapunkt aus Alan Whites Percussions. Dann kommt sogar eine Stelle, wo Andersons Stimme diese ganzen Sanskrit-Namen singt. Wo sonst findet man sowas? Ist das prätentiös? Ja klar, aber ich habe nie verstanden, wieso The Ramones oder Deep Purple nicht prätentiös sein sollen. Ist ja alles nur ein überzeichnetes Rock'n'Roll-Theater. Eben das Gegenteil von einem Job im Büro. Mich hat die typische Kritik an Progrock nie beeindruckt. Der gesamte Rock'n'Roll ist prätentiös, Chuck Berry ist prätentiös, James Brown ist prätentiös, Rolling Stones sind prätentiös. Bands wie Yes, Jethro Tull oder ELP haben das einfach nicht nur auf ihr Erscheinungsbild beschränkt, sondern ließen diesen Zeitgeist auch in die Kompositionen einfließen. Alles in allem ist The Ancient dem Zuhörer am wenigsten zugänglich, doch deshalb ist es nicht schlecht. Ich bin also durchaus bemüht, für diese Nummer die Lanze zu brechen, obwohl sie in Kritiken von der ganzen Platte eigentlich am schlechtesten wegkommt. Sicherlich sind die einzelnen Themen hier weniger kohärent als bei The Revealing Science, also der A-Seite, doch ist die C-Seite durchaus eine Fundgrube für großartige Motive und Melodien. Ich finde die C-Seite super spannend. The Ancient ist möglicherweise als Gesamtguss am wenigsten gelungen, doch das bedeutet noch lange nicht, dass das nicht eine reizvolle Aufnahme ist. Die D-Seite beginnt etwas flotter und entwickelt da ein dynamisches Thema, das vor allem von Wakemans Synthesizer-Spiel getragen wird. Bei 3 Minuten 40 gibt es eine großartige Bridge, respektive ein Bass-Solo von Chris Squire. Daraus entwickelt sich langsam das zentrale Lied dieses Stücks, das Nous sommes du Soleil. Diese Art und Weise, wie es aus dem eher nachdenklichen Vortasten der Keyboards entspringt, ist sicherlich eine der schönsten Stellen dieses Albums. Nous sommes du Soleil entwickelt sich zu einem großartigen Lied, das in alle Richtungen wächst, doch dann verwandelt es sich zügig in das Eröffnungsthema, das an dieser Stelle aber viel perkussiver ist und alle möglichen Schelleninstrumente präsentiert. Und bei 14 Minuten und 20 bricht das alles schlagartig zusammen und macht Platz für die sicherlich avantgardistische Passage der gesamten Yes-Geschichte. An dieser Stelle klingt die Band wie tribale Underground-Musik der späten 80er Jahre. Das ist alles extrem dämonisch und diabolisch oder eben wie ein heidnisches Ritual. Es ist eine erstaunliche Wendung, denn es besteht kein Zweifel, dass Yes stets massiv dem Positiven und Lichtgeladenen verschrieben waren, bis zu einem Grad, wo einige Leute von so viel Baumküsserei und Gutmenschenmusik etwas angewidert waren. Und hier nun diese Orgie der Disharmonie und ein pulsierender Soundtrack für schwarze Messen. Das ist sicherlich etwas, das im Mittelpunkt der besagten Kritik gestanden hat. Ich finde diese Stelle sehr kurzweilig und sie dauert nur 3 Minuten. Am Ende kehrt das Nous sommes du Soleil-Thema zurück auf eine sehr charmante Art und Weise. Das ist eine der schönsten Passagen der Yes-Geschichte, extrem lieblich und verträumt. Hier bahnt sich langsam ein gemächliches und atmosphärisches Finale für das Album an. Und dann ist es vorbei. Tales from Topographic Oceans spaltete die Fans, die Kritiker, die Band selbst. Rick Wakeman warf nach den Aufnahmen das Handtuch und ließ verlautbaren, dass er zu dieser Art von Musik nichts beizutragen habe. Er verließ die Band, um 3 Jahre später zurückzukehren, doch das ist eine andere Geschichte. Kritiker haben ganze Jahrzehnte versucht, dieses Album schlecht zu machen, doch heute zählt es eher zu den populärsten. Somit ändert sich die Rezeption dieses Albums stetig. Ich finde den kreativen Mut hierbei beachtlich. Offensichtlich ist das hier kein Album für musikalische Leichtgewichte. Es ist mehr eine Reise, auf die man sich erst einlassen muss. Dazu gehören vielleicht gute Kopfhörer und eine gewisse Konzentrationsfähigkeit. Auf der anderen Seite tendiert man dazu, die Hörschwierigkeit von Topographic Oceans etwas zu überhöhen. Thematisch ist es kein schwieriges Album. Es ist weitgehend sehr melodiös und voller angenehmer Motive.
Die Herausforderung besteht eher darin, dass ein Volumen, das sonst 20 Songs darstellen würde, hier zu 4 langen Kompositionen verwoben wird. Natürlich war es damals, in 1973, eine sehr schlechte Idee, dieses Album 1:1 zu touren. Sprich, Yes führten es bei ihren Konzerten vollständig auf, während die Zuschauer auch auf einige der bekannteren Hits gewartet haben. Das hielt nicht lange und man änderte die Setliste grundlegend, um nicht schließlich gelyncht zu werden. Doch als eine musikalische Abenteuerreise ist dieses Album verdammt gut und ein echter Meilenstein der progressiven und pathosgeladenen Musik der 70er. Ich verstehe, warum es da draußen ganze Legionen aus Leuten gibt, die Tales from Topographic Oceans hassen. Ich gehöre aber nicht dazu. Darum gebe ich dieser Platte 5 Sterne. Zum Abschluss noch einige Worte zum Plattencover, das in diesem Fall wirklich sehr legendär ist. Man wird kaum ein Coffee-Table-Buch mit Schallplattencovern finden, in dem nicht ebenfalls Roger Deans Gemälde abgedruckt wird. Da es als Gatefold-Sleeve konzipiert war, kann man das Gatefold eröffnen und sieht dann natürlich die gesamte Grafik. Eine extrem atmosphärische Darstellung im typischen Fantasy-Stil von Roger Dean mit einer Maya-Pyramide im Hintergrund. Dies war nach Fragile, Close to the Edge und Yes Songs die 4. Zusammenarbeit zwischen der Band und Roger Dean. Und natürlich nicht die letzte. Das war Tales from Topographic Oceans von Yes aus dem Jahr 1973.